Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Felge auf Tubeless umbaut und möchte euch die Vorteile und Nachteile von Tubeless erklären. Nach dem Intro geht's los. Was sind die Vorteile von Tubeless? Dass der Laufradsatz etwas leichter wird als mit Schlauch und ihr habt eine erhöhte Pannensicherheit. Das heißt, wenn ihr ein kleines Löchlein im Reifen habt, verschließt die Milch dieses und ihr könnt normal weiterfahren. Die Nachteile sind, es ist sehr wartungsintensiv, also wenn man, es gibt ja verschiedene Systeme mittlerweile, was Tubeless angeht. Wenn man ohne Schlauch fährt, wie schon gesagt Tubeless, dann muss man öfters mal die Luft aufpumpen, das passiert. Die Luft entweicht trotzdem, wenn man das Rad nicht immer bewegt und die Milch muss nach ungefähr einem Jahr erneuert werden. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr Tubeless umbaut? Ihr braucht die passende Tubeless-Felge dazu. Ihr braucht Tubeless Band dazu, falls eure Felge noch nicht Tubeless Ready vom Hersteller geliefert worden ist, müsst ihr euch passendes Felgenband dazu bestellen. Bei den meisten Felgensätzen wird es auch mitgeliefert. Und ihr braucht natürlich den passenden Reifen dazu, der die Kennzeichnung TL Tubeless am Reifen gekennzeichnet ist. Heute geht es darum, diese Felge auf Tubeless umzurüsten, weil ich habe hier eine DD Swiss VR 1950 in 27,5 Zoll, die normalerweise schon Tubeless Ready ausgeliefert werden. Gibt es aber auch verschiedene Varianten. Also mal muss man das Felgenband drauf ziehen, mal ist schon das Felgenband drauf. Bei meinen, die ich im Downhill-Rad habe, waren die schon Tubeless Ready. Aber hier ist falsches Felgenband drauf. Ich zeige euch heute, wie ihr es richtig umbaut. Das Felgenband hat einige Risse. Das ist nicht mehr ganz luftdicht. Das müssen wir definitiv neu machen. Und fangen wir damit als erstes mal an. Als erstes fange ich damit an, das Ventil, das alte Ventil rauszubauen. Zack. Erstmal draußen. Als nächstes entfernen wir das alte Felgenband. Das lässt sich gut machen. Hier am Ansatz, wo das Ventilloch ist, kann man das einfach abziehen. Die Felge muss dann dementsprechend so aussehen. Kein Felgenband mehr drauf. Als nächstes müsst ihr das Felgenbett reinigen, am besten mit einem Tuch und Bremsenreiniger. Das machen wir jetzt als nächstes, um die ganzen Fette und den alten Dreck zu entfernen. Nehmt ihr hier einfach so ein Tuch, führt das bisschen mit Bremsenreiniger ein. Und mischt hier schön die Kante entlang, um den alten Dreck an der Felge zu entfernen. Felge sauber. Als nächstes benötigt ihr das passende Felgenband dazu, das hier bei den DD Swiss dazu geliefert worden ist. Das zieht ihr hier drauf und ihr beginnt am Ventilloch. Da geht ihr ungefähr 3 bis 4 cm über das Ventilloch und zieht das Felgenband straff drüber und überlappt dann nochmal 3 bis 4 cm. Wie gesagt, wir ziehen jetzt das Felgenband auf. Das muss 3 bis 4 cm Überlappung haben. Jetzt sie hier an. Über dem Ventilloch ziehen wir das auf, kleben das hier fest schon mal, halten das und ziehen das wirklich straff nach unten. Halten hier immer mal kurz gegen. Es dürfen keine Luftbläschen, nichts darf dergleichen unter dem Felgenband sein, deswegen schön straff aufziehen. Und auch hier wieder 3 bis 4 cm Überlappung über dem Ventilloch. Wenn es mehr ist, ist es ein bisschen mehr. Das ist überhaupt kein Problem. Das Felgenband ab. Zack. Streicht es fest. Dann nehmt ihr euch nochmal ein Tuch und streicht in die gegengesetzte Richtung, die ihr es aufgezogen habt. Und streicht nochmal schön fest nach, sodass keine Luftblechen
oder sonstiges entstehen können. So, wenn dieser Schritt erledigt ist, nehmt ihr euch einen spitzen Gegenstand, entweder einen Schraubenzieher oder ich habe hier so ein Stechding, keine Ahnung. Für euch das Ventilloch sticht erstmal von unten so rein, damit ihr oben einen Punkt seht, wo das Ventilloch rein soll, und dann stecht ihr einfach von oben das Ventilloch durch, macht ein paar Mal hin und her, knuddelt ein bisschen, drückt das nochmal schön fest, das Felgenband, und damit habt ihr das Loch für das Ventil. Wir haben das Loch jetzt eingestochen, als nächstes bauen wir das Tubeless-Ventil ein. Dabei ist darauf zu achten, dass das Ventil in Laufrichtung bzw. im Felgenbett direkt drinne sitzt, hier mit dieser Breiten, nicht quer, also so drinne sitzt in der Felge, sondern. Und ihr habt dabei eine Gummidichtung, die unten drunter drauf gesteckt werden muss, damit das Ventil ordentlich abdichtet. Als erstes schrauben wir die Kappe herunter, die Sicherungsmutter und setzen das Ventil ein. Wie gesagt, das Ventil muss so sitzen, nicht so. Als nächstes stecken wir die Gummidichtung, diese kleine Gummidichtung über das Ventil. Als nächstes ziehen wir den Reifen auf. Achtet dabei auf die Laufrichtung, nicht dass ihr am Ende alles fertig gemacht habt und ihr habt den Reifen falsch draufgezogen und müsst alles nochmal von vorne machen. Wir haben hier eine Vorderradfelge. Da muss der Reifen in die Richtung drauf montiert werden. So, Reifen ist drauf montiert. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie ihr die Milch in den Reifen bringen könnt. Ihr könnt die Milch hier unten in den Reifen reinschütten und den Reifen dann ganz normal zudrücken. Oder ihr drückt den Reifen vorher rein, so mache ich es immer, und schraubt das Ventil raus und füllt darüber die Milch. Das ist die saubere Variante, meiner Ansicht nach, weil wenn man die Milch hier unten reinmacht und man schwingt den Reifen irgendwie drauf und hat einen neuen Reifen, der ein bisschen schwer geht, versaut man sich die Felgen. Hat überall den Schmutz, die Milch rumhängen und muss dann alles wieder säubern. Deswegen ziehe ich jetzt den Reifen schon mal drauf. Nehmt euch am besten zur Hilfe nachher am Ende am ersten Teil so einen Reifenheber, Reifenmontierwerkzeug, und klackt den einfach hier so drauf. Reifen ist montiert. Jetzt drehen wir das Ventil nach unten. Ventil ist hier unten, jetzt schrauben wir den Ventileinsatz raus. Bei neuen Ventilen kann man das mit der Hand machen, man kann aber auch so einen Ventilschlüssel nehmen. Der hier ist von Parktool, der ist für fast alle Ventile passbar. Und ja. Als nächstes füllen wir die Milch auf. Achtet darauf, dass ihr die richtige Füllmenge für euren Reifen, für eure Felge einfüllt. Hier beim Downhill-Reifen, im Downhill-Bereich mache ich immer so zwischen 60 und 100 Milliliter, sowas in der Art. Wir füllen jetzt die Milch hier um. Füllen in Richtung drauf. Wir füllen jetzt über das Ventil ganz normal die Milch ein, bis nichts mehr drin ist. Zack, Milch drinne. Schrauben wir wieder das Ventil rein. Mit dem Tool dazu richtig schön festziehen. Als nächstes pumpen wir die Luft auf. Am besten mit einem Kompressor, weil man wirklich viel Luftdruck braucht, um den Reifen in das Felgenbett zu drücken. Den setzt man hier einfach drauf. Es gibt einige Varianten für verschiedene Ventile. Hier haben wir ein SV-Ventil, da habe ich den SV-Ventilaufsatz drauf. Und dann pumpen wir einfach auf, bis der Reifen sich ins Felgenbett drückt. Das hört ihr auch über so ein Klackgeräusch. Zack. Das war's schon. Reifen ist aufgepumpt. Wir drehen das Ventil zu. Und jetzt kontrolliert ihr nochmal beim Drehen des Reifens, ob die Markierung, ihr habt an jedem Reifen eine Markierung, Reifen richtig ins Felgenbett
reingedrückt worden ist. Jetzt dreht ihr das Rad ein bisschen, um die ganze Milch zu verteilen, damit sich die Milch richtig schön verteilt. Und das war's. Das war's mit dem heutigen Video, wie ich mein Laufrad auf Tubeless umrüste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Bikeschrauben habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche euch die Fragen zu beantworten, vielleicht auch per Video. Wenn euch das Video gefallen hat, like und abo nicht vergessen, würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!